Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Audio Interface. Das Audio Interface, auch ja genannt Soundkarte einfach, ist genauso wie der Mixer extrem essentiell und auch wie der Kopfhörer. Also darauf könnt ihr auf jeden Fall nicht verzichten, das braucht jeder DJ. Die Frage ist nur, ob ihr das eben vielleicht als externes eigenes Gerät habt oder vielleicht ist es praktischerweise irgendwo eingebaut. Aber benutzen und haben werdet ihr es auf jeden Fall, wenn ihr DJ seid. Interface bedeutet so viel wie anschließen, verknüpfen, verbinden. Und das ist im Prinzip auch genau das, was das Interface tut. Denn im Prinzip haben wir gesagt, dass der Mixer die Schnittstelle und das Schaltzentrum sozusagen ist. Stimmt aber nur in Anführungszeichen, denn auch das Interface hat im Prinzip diese Stellung. Denn auch das Interface führt zum Beispiel mehrere Abspielgeräte zusammen, verteilt es dann auf die einzelnen Decks im Mixer, leitet das Ganze eventuell noch an den Laptop weiter oder umgekehrt, leitet die Signale aus dem Laptop durch eben das Audio-Interface auf die verschiedenen Kanäle im Mixer und so weiter. Deswegen im Prinzip auch eine sehr elementare Schaltzentrale mit dem Mixer zusammen, deswegen auch auf dem Mixer eh schon verbaut. Und auf jeden Fall ein ganz wichtiges Gerät. Die Onboard-Soundkarte von eurem Laptop, hatten wir vorhin schon mal angeschnitten, ist auf jeden Fall nicht zum Auflegen geeignet. Es sei denn, ihr betreibt das Ganze eben einfach in euren eigenen vier Wänden. Dann wird man es wahrscheinlich eh nicht hören. Es sei denn, ihr habt in euren eigenen vier Wänden eine extrem große PA aufgebaut. Üblicherweise eben ist die zu schwach, zu qualitativ schlecht und vor allem, worum es dann noch geht, sind die vielen Ein- und Ausgänge, die eben DJs brauchen, sei es jetzt für die verschiedenen Decks vom Mixer, sei es jetzt um ein Mikrofon anzuschließen, um ein MIDI-Signal abzugreifen, eben für die gesamten Musikquellen, die da zusammenlaufen und so weiter. Und diese ganzen Anschlüsse hat ja euer Laptop, PC, whatever, überhaupt gar nicht. Wenn ihr euch eine Soundkarte zulegt, dann denkt in Anführungszeichen lieber groß, denn wenn euch mal die Kanäle in Anführungszeichen ausgehen, weil ihr dann auf einmal ein bisschen euer Setup wechselt, dann bleibt euch nichts anderes übrig, außer ein neues Gerät zu kaufen. Wenn ihr euch von vornherein eine Audio-Interface kauft, das von vornherein eben schon vier Kanäle hat zum Beispiel, und ihr aktuell nur zwei nutzt, dann ist es ja nicht schlimm. Dann habt ihr einfach noch Puffer und wenn sich was ändert, dann habt ihr eben auch immer noch zwei als Backup. Ein Studio-Interface ist auf jeden Fall nicht fürs DJing geeignet, denn logischerweise brauchen auch Musikproduzenten eine gute Soundkarte. Da scheitert es aber oft an den Anschlussmöglichkeiten und vor allem auch eben an der Portabilität. Man braucht ja eben ein kleines, kompaktes Gerät und gerade im Studiobereich sieht das Ganze auch nochmal wieder anders aus. Eine externe Stromversorgung für das Interface ist auf jeden Fall empfehlenswert, denn so habt ihr zum einen Entlastung für den Laptop, weil ansonsten bekommt die natürlich ihren Strom vom Laptop. Und falls es eine Störung gibt, dann habt ihr keinen Komplettausfall. Die Soundkarte eben wird ja noch weiter mit Energie versorgt. Und wenn ihr dann zum Beispiel noch einen Zuspieler habt, der nicht der Laptop ist, dann kommt darüber ja immer noch Sound. Kann dann natürlich auch im Betrieb umgesteckt werden, ohne dass das System halt sozusagen zusammenbricht. Bei mobilen Geräten gibt es eben auch Soundkarten, dass ihr eben mehr Anschlussmöglichkeiten und eine bessere Qualität habt als am Handy zum Beispiel oder am Tablet. Da ist natürlich auch immer wichtig, dass ihr das Gerät ladet, damit euch ja logischerweise da auch nicht der Saft ausgeht. Ihr könnt außerdem die LED-Anzeige auf den Interfaces gut nutzen, um eben als optisches Feedback einschätzen zu können, wie hoch denn der Pegel ist, der hier gerade in Anführungszeichen reinkommt und da ja eben gegensteuern. Generell seht ihr vielleicht auch einfach, ob überhaupt Sound ankommt oder nicht. Das ist auch immer ganz interessant, denn gerade beim komplexen Setup weiß man oft nicht, wo es vielleicht gerade hängt. Und dann kann man auf jeden Fall schon mal durch ein gewisses Blinklicht schon mal erfahren, kommt denn an der Soundkarte überhaupt schon mal was an, geht was in den Eingang, geht was durch den Ausgang und so weiter. Das ist also auf jeden Fall ein cooles Feature, wenn das euer Interface hat, diese LED-Anzeigen.
Auch sehr geil ist ein Dual-USB-Anschluss. Das heißt eben zwei USB-Anschlüsse an einer Soundkarte. Das hat den Vorteil, dass mehrere DJs ein Gerät nutzen können. Ja, ihr seid dann mit einem Kollegen gerade am Auflegen, der hat auch einen Laptop, genau wie ihr. Ihr schließt beide Laptops an ein Gerät an, verteilt dann die Decks im Programm so, dass es eben für euch passt. Und so könnt ihr dann in Windeseile einfach mal kurz hin und her switchen, das Ganze über einen Mixer benutzen zum Beispiel. Alternativ kann aber auch so generell der Übergang zwischen zwei DJs sehr einfach gestaltet werden, weil man nicht die Verkabelung komplett wechseln muss, man muss nicht groß umbauen, sondern eben der DJ, der aktuell noch dran ist, spielt eben seinen letzten Song, der nächste DJ geht schon rein, teilt die anderen Kanäle auf sich zu und kann dann eben einfach so switchen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Feature, was man ja nur wärmstens empfehlen kann. Wenn ihr solche Audio-Interfaces nutzt, dann braucht ihr natürlich Treiber. Vielleicht wird das schon mit der DJ-Software automatisch installiert, vielleicht müsst ihr es händisch machen. Das ist auf jeden Fall wichtig, das zu wissen. Ihr braucht ASIO und AU-Treiber für Windows und Core-Audio-Treiber für Mac OS. Also da müsst ihr mal schauen, dass ihr up-to-date seid, damit das Ganze auch rund läuft. Eine geringe Latenz ist sehr wichtig für eine reibungslose Kommunikation. Die liegt im Millisekundenbereich, dazu gleich noch mehr. Und dann kommen wir im Prinzip auch schon zu den Anschlüssen. Und hier findet ihr natürlich ganz klassisch die Cinch-Ein- und Ausgänge. Abhängig natürlich vom Gerät, wie viele es sind. Es können zwei sein, vier sein oder auch noch mehr. Und da könnt ihr dann unter Umständen eben wechseln zwischen Line und Phono. Je nachdem wird eben wieder der Vorverstärker für den Turntable dann noch dazwischen geschaltet oder auch nicht. Ihr werdet vielleicht einen MIDI-Anschluss an eurer Soundkarte finden, der ist dann für externe Effektgeräte zum Beispiel geeignet oder natürlich auch, um mehrere DJ-Setups miteinander zu verbinden, weil das kann ja dann auch wieder in ein anderes Audio-Interface rein und so können die miteinander kommunizieren. Auch eine sehr coole Sache, wenn man zum Beispiel gerade auch an zwei Laptops beat-synchron arbeiten möchte. Logischerweise, wenn ihr einen Turntable dort anschließen könnt, darf auch die Erdungsschraube wieder nicht fehlen für den Ladungsausgleich. Und dann werden einige Soundkarten auch einen Mikrofonanschluss zur Verfügung stellen, der dann über XLR oder alternativ 6,3 mm Klinke bedient werden kann. Außerdem werdet ihr wahrscheinlich finden einen Kopfhöreranschluss mit wahlweise 3,5 oder 6,3 mm Klinke. Zum Pegeln aller Signale könnt ihr eben gut schon mal vorhören, was denn sozusagen der Output dann wäre, alles richtig einstellen. Und auch ein USB-Anschluss natürlich, mindestens 2.0 ist heutzutage eigentlich Pflicht. Eigentlich müsste man fast schon sagen USB 3.0. Und das gilt logischerweise für alle Geräte, die im System sind. Es bringt euch nichts, wenn ein Gerät USB 3.0 hat und das andere nur USB 2.0. Da wird immer dann das Geringste sozusagen bedient. Deswegen schaut, dass überall so hoch wie möglich im Prinzip der USB-Standard ist. Jetzt noch zu technischen Daten, dass ihr wisst, an welchen Kriterien ihr euch noch orientieren könnt. Das ist zum einen die Latenz, vorhin schon mal erwähnt. Die sollte möglichst gering ausfallen. Das heißt eben, die Geräte kommunizieren untereinander extrem schnell mit wenig Verzögerung. Und genau das ist das, was wir wollen, damit die Signale auch eben schön schnell übertragen werden. Deswegen höchstens 20 Millisekunden. Es ist aber heutzutage auch kein Problem, dass das sogar bis 10 Millisekunden runtergeht. Außerdem eine 24-Bit-Auflösung. Das heißt eben, dass ihr eine möglichst feine Erkennung des Signals habt. Und außerdem auch mindestens 44 kHz Abtastrate. Das heißt eben, das Signal wird sehr hochfrequentiert abgegriffen sozusagen, also erkannt. Ja, dann auch noch wichtig sind hochqualitative ADDA-Wandler. Die wandeln ein analoges Signal in digitales und umgekehrt. Deswegen analog und digital, AD, macht ja auch irgendwie Sinn. Das ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, denn wenn ihr eben zum Beispiel von eurem Turntable ein analoges Signal in das Interface reingeht und das soll dann in euren Laptop, dann muss das logischerweise zu einem digitalen Signal umgewandelt werden.
Ja, kommen wir noch zu den Modellen. Es gibt hier ja eben zum Beispiel Studio- oder DJ-Interfaces. Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, warum sich Studio-Interfaces normalerweise nicht eignen werden für den DJ-Betrieb. Und ihr könnt natürlich auch noch entscheiden, ob ihr ein Interface für ein Mobile-Device haben möchtet oder ein klassisches Interface. Beim Mobile-Device sind die Anschlussmöglichkeiten nicht ganz so groß. Und da geht es eben logischerweise darum, die Soundkarte an ein Handy oder Tablet anzuschließen und nicht an den Laptop. Wichtige Parameter sind natürlich die Kanalanzahl. Wenn ihr euer DJ-Setup entweder schon habt oder im Kopf wenigstens euch das Ganze schon ausgemalt habt, dann wisst ihr ja, wie viele Kanäle ihr braucht. Eben sind es 2, sind es 4, sind es 8, whatever. Und je nachdem ist das natürlich schon mal ein entscheidendes Kriterium. Außerdem Kanaltyp, denn Kanal ist nicht gleich Kanal. Kann ja sein, dass es ein Line-Kanal ist oder ein Phono. Vielleicht braucht ihr beides, dass ihr umstellen könnt. Möchtet ihr mit Digital Vinyl System arbeiten, ja oder nein? Dann braucht ihr eben noch extra Anschlüsse. Braucht ihr einen Mikrofonanschluss, einen MIDI-Anschluss? Sind euch digitale Anschlüsse vielleicht auch noch wichtig? Das sind alles Kriterien, die hier auch noch mit einfließen. Das hängt eben dann einfach ja davon ab, was ihr vorhabt. Und am besten wählt ihr auch den Hersteller des Interfaces passend zur Software, die ihr verwendet. Denn das ist dann natürlich ja noch einfacher vom Plug and Play her. Und die Systeme sind eben aufeinander abgestimmt. Und so werdet ihr auf jeden Fall ja am einfachsten, am entspanntesten arbeiten können. Wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich dann auch nochmal in der Praxis an, dass ihr auch die Theorie wirklich verstehen könnt, und führen euch das Ganze mal vor, was es denn auch für verschiedene Modelle gibt. So, da sind wir in der Praxis zu den Audio-Interfaces, aka einfach Soundkarten. Ja, was haben wir gesagt, warum wir die überhaupt brauchen? Zum einen, weil die vom Laptop bei weitem nicht ausreicht von der Qualität und Stärke sozusagen. Und natürlich auch, weil ihr an eurem Laptop überhaupt nicht die Anschlussmöglichkeiten habt, die euch hier geboten werden. Denn wenn ihr zum Beispiel mit eurer Software auf 4 Decks auflegt, dann müsst ihr dieses Signal ja auch irgendwie aufteilen und auf die 4 Decks hier im Mixer bringen. Das geht nur, wenn ihr ein digitales Mischpult habt mit einem USB-Anschluss, den ihr direkt an euren Laptop anschließen könnt, der eine Soundkarte integriert hat, denn der Mixer an sich kann das ja nicht einfach so, sondern der hat dann eben schon eine Soundkarte drin und dann wird das eben intern verteilt. Ansonsten habt ihr hier zum Beispiel einen analogen Mixer, der hat keine Soundkarte drin. Und da bleibt euch nichts anderes übrig, wenn ihr eben digital auflegen möchtet, dass ihr euch solche Audio-Interfaces zulegt. Wir haben einmal hier die Audio 10 von Native Instruments und von Rain die SL4. Und dazu eben ein paar Kabel, das läuft alles über Cinch. Und den Kopfhörer seht ihr gleich noch, warum wir den brauchen. Und wir haben jetzt direkt schon mal die Audio 10 hier an den Laptop angeschlossen. Und wir schauen uns jetzt erstmal gemeinsam die Anschlüsse an. Ihr seht schon, hier auf der Rückseite schauen zwei Kabel raus. Das eine ist eben USB, geht in den Laptop, und das andere ist die externe Stromversorgung. Warum die wichtig ist, haben wir in der Theorie schon geklärt. Wenn ihr nämlich dann hier jetzt den USB-Stecker abzieht, dann läuft die trotzdem weiter. Außerdem finden wir hier noch die Erdungsschraube, falls ihr einen Turntable direkt hier an das Interface anschließen möchtet. Außerdem haben wir hier 4 volle Kanäle, einmal in und einmal out. Wie der Name schon sagt, einmal geht das Signal eben rein und einmal raus. In braucht ihr zum Beispiel, wenn ihr einen Turntable direkt anschließt, um den Sound eben reinzubringen. Out braucht ihr ganz klassisch, wenn ihr eben mit der Software arbeitet, dass der Sound eben raus in den Mixer reingeht. Und auf der anderen Seite sehen wir hier einmal Mikrofon, einen 6,3 mm Klinkenanschluss mit Levelmeter, also eben Lautstärke. Wir haben hier einen Main In und Out, wir haben hier MIDI-Anschlüsse, da könnt ihr zum Beispiel dann eine zweite Audio 10 damit verbinden von einem anderen DJ mit einem anderen DJ-Setup, und ihr könnt euch so MIDI-Signale zuschicken und könnt so zum Beispiel die BPM synchronisieren. Vor allem für elektronische DJs sehr interessant. Und dann hier noch zum Pegeln eben Mikrofon, da
könnt ihr die Signale mal abgreifen und schauen, ob das Ganze so passt. Auf der unteren Seite ist nichts. Und hier oben haben wir dann noch ein schönes optisches Feedback im Prinzip. Hier, es leuchtet eben, weil es angeschossen ist, das passt alles. Hier haben wir es gerade auf In. Durch den Schalter können wir aber auch auf Out. Und hier seht ihr dann auch, wo eben Signale reinkommen und wo nicht. Ihr habt hier dann von Traktor noch eine kleine Software, wie so ein kleines Plugin, wo ihr noch einstellen könnt, ob zum Beispiel das Signal auf Through sein soll. Das heißt, es wird einfach nur durchgeleitet oder zum Beispiel eben Line oder Phono, je nachdem. Phono eben wieder ganz klassisch für entweder Timecode oder eben wenn ihr einen Plattenspieler anschließt, wo ja ein klassischer Track dann auf der Vinyl ist. Das zu dieser, und der Unterschied zu dieser ist, dass ihr hier im Prinzip vermeintlich weniger Anschlüsse findet, weil hier sind die vier Decks eben auf einer Seite und hier sind in Anführungszeichen auch vier Decks auf einer Seite, aber hier sind es eben nur die vier Outputs und hier dann die vier Inputs, die liegen ja hier immer nebeneinander. Außerdem habt ihr hier noch einen AUX-Anschluss und dann könnt ihr hier noch die Sample Rate einstellen, eben entweder 96 oder 48. Klar, hier der Netzstecker. Optisches Feedback gibt es hier oben keins. Dafür haben wir hier noch die vier Inputs, auch wieder AUX. Und hier könnt ihr dann eben auch noch einstellen, ob das Ganze auf Through stehen soll oder nicht. Hier habt ihr eben die kleine Software, eben noch um einzustellen, ob ihr das Ganze auf Line oder Phono haben möchtet. Hier habt ihr dazu einen kleinen Schieberegler, den ihr dann hoch oder runter schiebt, je nachdem, was ihr haben möchtet. Und auch hier wieder eine Erdungsschraube. Der Unterschied zu dieser Soundkarte ist noch, das ist auch sehr, sehr cool, dass wir hier einen Dual-USB-Anschluss haben. Das heißt, hier können auch zwei DJs andocken im Prinzip. Und so kann man dann einen fliegenden Wechsel veranstalten, gerade eben, wenn zwei DJs sich nach einem Set abwechseln, sehr, sehr cool. Oder natürlich geht auch, dass sich zwei DJs diese Soundkarte teilen, insofern sie jeder eben nur zwei Decks braucht. Sie hat ja insgesamt vier. Ja, das kurz im Prinzip zu den Anschlussmöglichkeiten. Man sieht schon, hier sind es im Prinzip ein paar weniger, kein MIDI, kein Mikrofon und kein Kopfhörer. Da merkt man, dass die Audio 10 im Prinzip auch noch ein bisschen sich an Musiker generell richtet, zu musizieren eben. Ja. Hier geht es eher darum, einfach, dass DJs zum Beispiel ihr Digital Vinyl System nutzen können und ihr digitales Signal in den Mixer reinbringen. Ja, wir schließen dann das Ganze am besten direkt mal an. Wir haben jetzt hier mal ein einzelnes Cinch-Kabel, weil wir den Output, der jetzt gleich aus dem Mixer rauskommt, über den Record-Anschluss wieder in unseren PC reinleiten möchten. Dazu schließen wir das Ganze hier eben bei In an, weil es ja aus dem Record rausgeht, in die Soundkarte rein, eben dann in die Software. Außerdem haben wir hier jetzt noch zwei Kabelbündel sozusagen, das empfehlen wir euch auch so zu machen. Denn ihr müsst ja die ganzen Sounds über mehrere Kanäle verteilen. Wir haben hier dann auch noch praktischerweise das Ganze gelabelt. Das heißt, ihr findet hier zum Beispiel die 4 für Deck 4 und das Ganze findet ihr hier auf der anderen Seite wieder. Das heißt, hier müsst ihr nicht lang suchen, welches jetzt von den Enden wo reingehört, sondern ihr wisst genau, das gehört zu dem. Wir nehmen jetzt hier mal die 1 und stecken sie bei Out ein. Denn wir wollen jetzt erstmal Sound aus der Software Out im Prinzip in den Mixer rein. Hier nehmen wir jetzt wieder die 1, ruckzuck, stecken das bei Line rein, weil es ist ja kein Phonosignal von einem Turntable. Und dann muss es hier logischerweise auf Line stehen. Der Unterschied bei diesem Kabel zu diesem ist eben, dass wir hier noch einen weiblichen Cinch-Anschluss haben, wo ihr dann zum Beispiel euren Turntable noch anschließen könnt. Ja, jetzt haben wir das Ganze hier schon mal angeschlossen und dann schauen wir doch direkt mal, ob schon Sound kommt. Und wir sehen eben bei Out leuchtet jetzt hier das Lämpchen auf.
Das heißt eben, wir bekommen schnell ein optisches Feedback, kommt hier überhaupt was raus? Denn wenn hier zum Beispiel nichts ankommen würde, was es tut, weil wir sehen ja auch, dass hier der LED-Balken ausschlägt, aber vielleicht haben wir ja vergessen, auf Line umzustellen. Das heißt eben, hier kommt jetzt gerade nichts an. Wir fragen uns, woher kommt es, wo liegt das Problem? Aber sehen auf jeden Fall zum Beispiel schon mal, an der Soundkarte liegt es nicht, denn da geht was raus, also es muss beim Mixer liegen. Okay, wir müssen auf Line stellen und zack, geht das Ganze. So, jetzt schieben wir mal hier hoch und ihr seht dann zum Beispiel auch schon, dass jetzt hier das Ganze anfängt zu blinken, weil das Signal eben aus der Rekordbuchse wieder hier eingespeist wird. Wir könnten das Ganze jetzt zum Beispiel dann auch am Laptop aufnehmen und so lässt sich das Ganze auch einfach auf die anderen Decks übertragen. Wenn ihr eben zum Beispiel dann noch Deck 2 angeschlossen haben möchtet, dann steckt ihr genauso einfach die 2 hier ein. Ihr sucht euch auf der anderen Seite die 2, steckt die dann auch wieder ein, steckt das hier dann so um, dass es richtig zugewiesen ist und dann könnt ihr auf das nächste Deck einen Track laden und zack, geht es hier genauso. Also es ist im Prinzip kinderleicht, ihr müsst einfach nur aufpassen, dass ihr das richtig einsteckt. Das kommt gerne mal vor, gerade wenn es dunkel ist, dass man die Kabel vertauscht, dass man es eben in den falschen Input oder eben vermeintlich Input, aber Output reinsteckt und so weiter. Deswegen da einfach dann Augen auf. Ansonsten ist das kein großes Hexenwerk. Wir möchten jetzt aber noch hier auf die weiteren Anschlüsse eingehen. Und zwar nehmen wir uns dafür jetzt dann die Kopfhörer. Wir haben hier ja den Kopfhöreranschluss. Einfach die 6,3 mm Klinke rein. Dann können wir uns entscheiden, möchten wir eben in oder out hier hören. Können die Volume einstellen und dann können wir zum Beispiel den Sound hier abgreifen. Das ist also auch kinderleicht. Je nachdem, eben, wenn ihr hier vielleicht noch Instrumente eben angeschlossen habt, ist das sehr hilfreich, die zu pegeln. Und was ihr auch machen könnt, ist eben, klar, mit dem MIDI-Kabel schon erwähnt, könnt ihr mehrere Soundkarten verlinken oder zum Beispiel auch mit einem Effektgerät. Und alternativ eben auch können wir das Ganze hier in den Mikrofonanschluss stecken, drehen auch mal die Lautstärke etwas hoch. Wir stecken jetzt mal um, weil wir möchten die Kopfhörer jetzt mal als Mikrofon missbrauchen. Deswegen gehen wir von In auf Out und außerdem gehen wir aus dem Record-Ausgang raus und dafür hier in den Line-Eingang rein. Und jetzt hört man ja im Prinzip schon, dass hier dann auch wirklich was rauskommt. Normalerweise eben ein richtiges Mikrofon und kein Kopfhörer, einfach zu Demonstrationszwecken jetzt hier. Und so könnt ihr natürlich dann auch wunderbar noch ein Mikrofon eben anschließen. Wir wechseln jetzt mal zu dieser Soundkarte hier. Dazu wechseln wir natürlich auch die Software. Wir haben jetzt eben geswitcht von Traktor auf Serato. Schließen das Ganze hier auf dieser Seite an. Bei A und dann verändert sich auch direkt schon die Oberfläche von Serato. Das seht ihr auch in der, im Softwarekurs da nochmal genauer. Die hier brauchen wir jetzt dann nicht mehr. Das heißt, wir können alle Kabel rausziehen. Und jetzt können wir euch natürlich solche Funktionen wie MIDI, Mikrofon oder Kopfhörer nicht vorführen, weil es die einfach hier nicht gibt. Aber ihr stellt hier am besten eben die Sample Rate auf hoch, dann habt ihr eine bessere Qualität. Wir stecken das Ganze dann hier einfach wieder ein. Hier passt ja schon mit Deck 1, deswegen gehen wir hier einfach in den Output rein. Ihr müsst halt auch immer in den Einstellungen schauen, dass das alles soweit richtig zugewiesen ist. Eben dann im Softwarekurs mehr dazu. Ganz einfach der Anschluss, je nachdem wie ihr es eingestellt habt. Ihr ladet einen Track
in euer Deck rein. Ihr startet das Ganze und ihr seht auch schon hier wieder den Ausschlag. Also auch wieder ganz easy. Wenn wir jetzt hier Deck 2 zum Beispiel noch haben wollen, dann bringen wir den auch rein. Natürlich brauchen wir auch wieder einen Track auf dem Deck. Sonst kommt keine Musik, ganz klar. Wir starten das Ganze und eben auch hier haben wir wieder einen Ausschlag. Man kann das Ganze sehr schön sehen. Und ja, wenn ich jetzt eben den Booth oder Master noch aufdrehen würde, würde man jetzt was hören. Darum geht es ja jetzt nicht, sondern einfach, wie man das Ganze anschließt. Wenn ihr eben einen Input habt, wie zum Beispiel einen Turntable, dann müsst ihr das klar an Input anschließen, damit das Timecode-Signal auch reingeht und von der Software verarbeitet werden kann. Und das zeigen wir euch jetzt noch. So, wieder kleiner Umbau. Hier jetzt der Turntable mit Timecode-Vinyl zum Steuern eben der Software. Hier ist nur ein Signal drauf im Prinzip, kein richtiger Track. Das wird wiederum von der Software verarbeitet und so könnt ihr im Prinzip euren Turntable als Art Controller für die Software nutzen und habt so halt eben das coole haptische Feedback, das ganze Feeling von einem Turntable und legt trotzdem digital auf. Also aus dem Turntable sollte üblicherweise ein Massekabel kommen und ein Cinch-Kabel. Vielleicht habt ihr auch einen modernen dann ohne Massekabel, auf jeden Fall ein Cinch-Kabel. Und ihr wollt ja diesmal das Signal von dieser Timecode-Vinyl in die Software reinleiten, damit diese das Signal auch verarbeiten kann. Deswegen schließen wir jetzt hier erstmal zum Ladungsausgleich die Masse an, einfach an dieser Erdungsschraube hier. Ganz easy, einfach einklemmen und dann schließen wir noch das Cinch-Kabel an, diesmal eben in den Input, also auf dieser Seite. Wir möchten das Ganze eben auf Deck 2, weil hier kam ja auch gerade schon der Output. Deswegen Deck 2 möchten wir damit steuern. Im Prinzip ist es bei dieser genau dasselbe. Ihr würdet dann einfach anstatt hier auf der anderen Seite den Output von 2 hier haben und den Input von Deck 2 hier. Oder hier ist es wie gesagt vollkommen egal, es kommt einfach nur darauf an, wie eure Aufteilung hier ist. Nur wichtig zu wissen, was aus der Software raus will, deswegen auch Out, kommt in Out und wenn ihr Signale rein speisen möchtet, dann eben bei In. Das ist egal, ob es jetzt Timecode ist oder eben ihr möchtet zum Beispiel eine Vinyl digitalisieren, dann muss die auch dorthin. So, also wir haben das Ganze angeschlossen. Wir starten den Turntable, legen die Nadel auf. Ein Track ist schon in der Software geladen, ist aber auf Stopp sozusagen pausiert, weil er eben kein Signal bekommt. Wir setzen ab und was passiert eben? Wir haben hier einen Ausschlag, das heißt eben, er hat das Signal erkannt, es geht jetzt rein, sagt der Software, hier passiert was, starte den Track und dann geht's los. Ihr seht auch, wenn ich die Schallplatte anhalte, dann stoppt auch der Track, weil eben ja, er wieder das Signal bekommt, halt an. Ich lasse los und es geht von vorne los, die ganze Zeit. So funktioniert eben Digital Vinyl System oder eben alternativ auch, könnt ihr hier eine normale Schallplatte drauflegen und so beispielsweise dann ja, die Schallplatten digitalisieren. Außerdem könnt ihr so sogar klassische Vinyl-Schallplatten im Prinzip, also deren Signal in die Software einspeisen, diesem Turntable dann in der Software ein Deck zuweisen. Und so dieses Signal durch die Software im Prinzip manipulieren und so wieder in den Mixer reinschicken. Das heißt, wenn wir jetzt hier noch einen MIDI-Controller hätten, um Effekte und ähnliches zu triggern, dann könnten wir das auch mit einer klassischen Vinyl-Schallplatte machen. Das zeigen wir euch jetzt noch kurz. So, Umbau Nummer 3. Diesmal mit einer richtigen klassischen Schallplatte, wo auch wirklich ein Track drauf ist. Wir haben hier nochmal die Soundkarte gewechselt, damit wir wieder Traktor benutzen. Und zwar gibt es dort die Funktion Live Input. Das heißt eben, wir haben jetzt hier, um das ein bisschen einfacher zu gestalten, nur ein Deck angeschlossen. Eben, natürlich könnt ihr alle anderen Decks auch noch bestücken. Jetzt eben erstmal zur Vorführung halten wir es minimalistisch. Und zwar geht jetzt hier der Turntable rein, in deswegen auch. So, und natürlich wieder die Erdungsschraube nicht vergessen. Und dann hatten wir ja wie vorhin auch bei Out wieder ganz klassisch das Kabel, das dann im Endeffekt hier landet. Also Deck A, hier Deck A. Der Turntable geht rein, es geht
in das Programm rein, das Signal geht wieder raus, in den Mixer rein und dann logischerweise wieder raus auf die Anlage. Wir spielen das Ganze jetzt mal ab und es hat eben den Reiz, dass ihr ein analoges Signal im Prinzip durch eure Software schleift, es dort manipulieren könnt und ja, sozusagen im Prinzip dann digitales Auflegen ja mit analogem Auflegen kombiniert, ohne dass es Digital Vinyl System ist, weil ihr ja hier schon mit eben richtigen Tracks arbeitet. So, wir setzen die Nadel einfach mal an einer bestimmten Stelle auf. Ihr seht schon, eben hier haben wir jetzt den Ausschlag. Es kommt was an, klar. Und hier in der Software eben haben wir jetzt Live-Input ausgewählt. Das Signal geht rein, schickt es wieder raus. Ihr hört, da kommt schon mal was. Und eben jetzt besonders attraktiv ist zum Beispiel, dass man hier auch Effekte drauflegen kann. Wir haben jetzt den einfach mal den Flanger ausgewählt, den hört man besonders gut. Es wird jetzt sich an sich natürlich nicht besonders schön anhören, aber es geht darum, das Ganze vorzuführen und eben das Ganze hörbar zu machen. Ihr hört schon den Unterschied zwischen dem normalen Track und dem Flanger mit Jetzt ist der Effekt wieder aus. Und das ist auf jeden Fall natürlich auch noch eine sehr coole Möglichkeit. Also ihr seht schon, mit solchen Audio-Interfaces kann man viele coole Sachen machen. Und ja, da seid ihr auf jeden Fall gut beschäftigt. Und vor allem eben, wenn ihr zum Beispiel ein analoges Mischpult habt, dann ja, bieten sich damit für euch noch einige mehr Möglichkeiten, als wenn ihr sowieso schon ein digitales Mischpult habt. Ja, vielen Dank an recordcase.de, dass sie uns auch für diese Lektion wieder equipmenttechnisch unterstützt haben. Wir hoffen, ihr konntet aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Audio-Interfaces bieten ein großes Potenzial, setzt euch damit auseinander und holt euch lieber in Anführungszeichen eine zu große Soundkarte als eine zu kleine, eben hier zum Beispiel mit 4 Decks, weil wenn ihr euch nur eine mit 2 holt und ihr merkt auf jeden Fall nach kurzer Zeit, dass ihr mehr braucht, dann braucht ihr ein neues Gerät. Hier würdet ihr vielleicht erstmal nur 2 nutzen und steckt dann einfach im Nachhinein noch an die anderen 2 Decks noch was dran. Deswegen, ja. Überlegt euch das gut. Insofern ihr noch Fragen oder Anregungen zur Soundkartenthematik habt, dann schreibt uns eine E-Mail. Die findet ihr hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.